Jetzt zeigt er sein wahres Ich. Eine Bodenwelle parierst du gar nichts. Servus Leute, herzlich willkommen zur vierten Folge What Happens When. Letzte Folge sind wir ja mit zu kurzen Federn gefahren und ich kann euch sagen, es war sehr turbulent. Schaut selber. Oh. Oh. Und in dieser Folge dreht es sich wieder um Federn und zwar um die Federrate. Ihr erinnert euch sicher bestimmt an Folge 2, da haben wir nämlich die Dämpferkennlinie auf weich gestellt. Und genau mit diesem Fahrzeug und dieser Einstellung, ich meine ganz kurz zum Fahrzeug, ne? Andere würden Kunst dazu sagen. Ja? Aber es macht echt laut, Jungs, es macht echt laut. Das ist irre. Zurück zum Thema. In Folge 2 sind wir mit der falschen Dämpferkennlinie gefahren, mit diesem Fahrwerk. Und da wir uns gesagt haben, wir toppen das alles, setzen wir die falsche Federrate on top. Das heißt, wir steigern uns massiv. Das wird spannend. Aber erstmal müssen wir es einbauen. Warum so eine Federrate so wichtig ist, das zeige ich euch jetzt im Detail. Letztes Mal haben wir uns um die Federlänge gekümmert und diesmal um die Federrate. Was ist eigentlich die Federrate? Also die Federrate wird in Kraft pro Weg angegeben, wie zum Beispiel bei der Feder hier 60, 170. Die 60 ist die Federrate, das bezeichnet, wie viel Newton ich brauche, um die Feder 1 mm zusammenzudrücken. Und die 170? Ist einfach die Millimeterangabe in ungespanntem Zustand, also die Länge der Feder, wenn sie ungespannt ist. Wenn man eine falsche Federrate fährt, hat das immer negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Bei einer hohen Federrate, da wird das Auto sehr holprig, es springt sogar. Und bei der niedrigen Federrate, das haben wir probiert, seht selber. Genug über Federn und Kilos gesprochen, wir wollen jetzt fahren. Wir wollen nämlich wissen, was für eine Auswirkung das hat, wenn wir diese veränderte Federrate hier verbaut haben. Ich meine, ihr kennt unsere Teststrecke, ne? Die hat alles, was wir brauchen für einen ordentlichen Fahrwerkstest. Und jetzt müssen wir den Kollegen richtig quälen, weil ich denke, nur in Extremsituationen merken wir die falsche Federrate. Also bei dem Gefährt, weil er so leicht ist, ne? Aber dafür sind wir da und deswegen geht's jetzt los. Ich liebe diesen Polo hier. So geil. So, erstmal ein bisschen rantesten. Noch Lenkung funktioniert. Erstaunlicherweise, ich bin positiv überrascht. Es ist gar nicht so kritisch, wie ich mir es vorgestellt habe. Ah. Auf der Bremse ist er nicht ganz so stabil. Ah, das Heck wird auch sehr leicht. Du kannst quasi in den Drift gehen. Ja. Auf der Bremse ist er nicht so stabil. Und ihr hört, wie er durchsteckt, ne? Merkt er, wie unstabil er ist? Jetzt zeigt er sein wahres Ich. Jetzt zeigt er sein wahres Ich. Ja.
Oh, habt ihr gemerkt, ne? Du kommst nicht zum Stehen, du kommst... Also, das Ding ist einfach, wenn du bremsen möchtest, was ich gerade gesagt habe, er ist nicht sehr stabil. Das heißt, er macht in manchen Extremsituationen, macht er, was er will. Und das ist eher uncool. Wenn das im Straßenverkehr wäre, wäre jetzt ein Unfall gewesen. Hoi. Wie ich es erwartet habe, in Extremsituationen ist es nicht zu kontrollieren. Also wirklich, ihr habt ja mitbekommen, der Blumenkübel hat es zu spüren bekommen. Also auf in den Slalom, da ist ja Präzision gefragt. Ich bin gespannt. Jetzt ab in den Slalom. Jetzt ab in den Slalom. Ich glaube, wenn man den jetzt erstmal langsam angeht, dann wird das echt gut, weil die Vorderachse ja schon gut reagiert. Nur du merkst jetzt schon, dass das Heck nicht überholen will. Ja, du merkst schon, wenn die Bodenwelle kommt, die hebelt dich auch schon etwas aus. Aber du musst weniger Lenkbewegung haben. Siehst du, habt ihr gehört? Einmal richtig durchgeschlagen, eine Bodenwelle, parierst du gar nichts. Da machst du gar nichts. Sobald eine Extreme dazu kommt, bist du am Arsch. Nächste Disziplin, Bremsen. Wir beschleunigen auf 50 km/h und gucken mal, was passiert. In der letzten Folge sind wir ja echt spät zum Bremsen gekommen. 40, 50 und Anker. Es ist ja so, wir haben eine falsche Federrate verbaut. Das heißt, das Fahrwerk kann immer noch arbeiten. Zwar nicht optimal, aber es kann arbeiten. Es hat eine Vorspannung. Die Feder kann arbeiten. Der Dämpfer kann arbeiten. Halt noch nicht perfekt. So, wollen wir mal versuchen. Jetzt 50 und Anker. Also 7,5 Meter, also quasi so ungefähr 2,5 bis 3 Meter eher als bei der letzten Folge. Ja, siehst du. Nicht schlecht, oder? Er fuhr gar nicht so schlecht. Also ich meine beim Anrollen, wie wenn man jetzt zur Eisdiele fährt, weißt du, dann ist alles okay mit der falschen Federrate. Aber wenn es dann mal auf der Landstraße ist, man hat eine Bodenwelle, man hat was nicht erwartet, dann kann es wirklich doof ausgehen. Ich meine, ich habe auch da mal eben nicht erwartet, dass ich nicht zum Bremsen komme, beziehungsweise dass meine Lenkung nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann passiert sowas. Auf der Straße wäre es verheerend. Die falsche Federrate hört sich ja erstmal nicht so spektakulär an, ne? Aber hätte ich die richtige gehabt, dann wäre mir das erspart geblieben. Aber was wir gesagt haben, wir steigern uns. Und genau das tun wir in der nächsten Folge. Und zwar bohren wir nach Öl. Ha! Wir werden nämlich hier aus diesem Dämpfer das ganze Öl ablassen. Das heißt, wir fahren ohne Öl. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr erwartet, was passiert, ob ich eine Runde auf unserem Testgelände schaffe oder nicht. Also, bis dahin, seid gespannt. Viel Spaß. Tschüss. Das hebt ab vorne und hinten auch. Wahnsinn, ne? Was so ein Öl ausmacht.